Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch zu einem kleinen Opening von Dragon Ball Card Game Fusion World. Oder besser gesagt, DBS. Oder DB Super Card Game Fusion World. Fünfte Alex von Goku. Ich habe mir davon ein paar Stück geholt. Und ich bin heiß drauf, auf jeden Fall. Ja, ich habe davon für mich und ein paar Kumpel, für mich und einen Kumpel ein bisschen was bestellt. Und da kam auch noch was anderes an. Das werde ich euch auch noch zeigen. Aber es gibt es erst am Ende des Videos. Hey meine Lieben, schön, dass ihr gerade mein Video schaut. Ich wünsche euch natürlich sehr viel Spaß dabei, aber ich wollte auch ein klein bisschen Werbung machen. Und zwar für den Kanal hier, für meinen Discord, für auch meinen YouTube-Kanal und auch meinen Twitch-Kanal. Deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr zum Beispiel auf den Discord kommt oder wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert oder wenn ihr natürlich auch auf Twitch da einen Follow da lasst, weil auch da streamen wir sehr, sehr häufig. Und auch darum soll es gerade gehen. Nämlich werde ich morgen am Freitag, ich denke mal vormittags einen Stream machen und Dragon Ball Fusion World Game spielen. Und zwar besser gesagt die App. Und möchten uns ein bisschen angucken, wie das Ganze geht. Wenn wir da auch ein paar Leute finden, vielleicht auch ein bisschen für Masters, ein bisschen Remote Play. Ich plane es einfach für vormittags ein. Und ich plane es auch eventuell auch für abends ein. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie der Tag morgen ablaufen wird. Also sag schon mal Bescheid was. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Video. Und bis dann und rein, euer Luffy. Oder vielleicht auch mittendrin, mal gucken. Auf jeden Fall, das Dragon Ball Card Game wurde gerebootet. So gesehen haben wir jetzt hier das Fusion World, was ein bisschen einfacher sein soll, was halt auch ein bisschen anders sein soll als das Dragon Ball Card Game Masters, wie es ja jetzt heißt. Und hier soll auch eine Beta, also eine offizielle App dazu rauskommen. Und da zeige ich euch schon in anderen Videos schon mal was darüber erzählt. Und das hier ist so das erste Produkt. Es gibt auch noch andere Starter-Decks. Allerdings sind die preislich sehr, sehr teuer gewesen. Und der war relativ günstig in dem Shop zu haben, wo ich auch häufig bestelle. Und ja, wir sehen ja auch hier schon Starter-Decks von Goku. Hier haben wir den Goku, den wir auch schon gesehen hatten, als ich euch über die Webseite das Ganze schon gezeigt hatte mit den ganzen Karten. Hier haben wir die Kartliste. Und hier haben wir auch schon das, was drin ist. Wir können auch hier die digitale Version spielen. Wir haben ein 51 Kartendeck, wir haben einen Energy Marker, wir haben einen Playsheet und ein Rule Manual, ein Bonus Pack und einen Promo-Code für die digitale Version. Hier haben wir jetzt auch noch eine Info, wie wir das Ganze wegschmeißen sollen. Die ganzen Brands, wir haben Bandai, wir haben Dragon Ball Super, wir haben Toy Animation und wir haben nochmal Bandai Namco. Also müsste man mal gucken, was auf den anderen draufsteht. Ich habe es übrigens hier auch schon geöffnet. Ja, ich bin mal gespannt, wie es so ist. Auf jeden Fall, ihr seht auch, das hier ist auch ein bisschen kleiner als die One Piece Produkte, weil die hatten wir auch schon geöffnet, die sind ja sehr, sehr groß gewesen. Ja, okay, Plastik hätten wir vielleicht weglassen können, aber okay. Dann haben wir hier das und wir haben das hier. Ich würde sagen, dass wir das Päckchen mal zuerst aufmachen. Also da bin ich auch wirklich gespannt, was da drin ist. Wir haben hier 7 Types in total, ein Card per Pack. Ja, keine Ahnung, was da alles drin sein kann. So. Genau, hier ist wieder die Lasche. Siehst du, das haben wir bei den anderen Dragon Ball Boostern auch. Wir haben eine Foil-Karte drin. Wir haben einen Whis. Sehr nice. On play, choose up one of your opponent's Battle Cards. It get minus 5000 Power for a turn. One cost und 10.000 10.000 Combo Cost. Okay, nice. So, dann haben wir da auch noch was anderes drin. Ja. Und zwar ist das die Rule Manual. Da schauen wir mal. Ah, das ist schon ein bisschen kaputt. Aber ich habe ja zwei geholt. Aber braucht man jetzt auch nicht unbedingt. So, dann können wir mal kurz durchschauen. Wir haben Cards und Deck Buildings, 50 bis 60 Karten, wir haben Game Setup, wir haben eine Charge Phase, wir haben eine Main Phase, wir haben eine End Phase. Ja, aber ich würde auch sagen, das hier gehe ich mit euch dann gemeinsam durch, wenn die App draußen ist. Oder auch in einem besonderen Video nochmal. Weil dann ist das Ganze auch ein bisschen einfacher. Wir haben noch hier Leader Area, Battle Area, Combo Area, Life Area, Deck Area und Drop Area, Energy Area. Wir haben keine Warp Area, aber ich glaube, die Warp Area wird wie sonst auch wahrscheinlich außerhalb des Spielfelds sein. Aber ja, so, dann
werden wir das Ganze mal öffnen. Wir haben auch hier so eine Lasche, die sehe ich auch schon. Und wir haben natürlich auch wieder einen Code für das Deck. Oder wie gesagt, eine Promokarte. So, ich muss mal kurz gucken, ob da ein Code drauf ist. Da ist ein Code drauf auf der Karte. Den zeige ich euch nicht, weil das möchte ich natürlich einlösen. Aber wie gesagt, haben wir natürlich. Ja, wir haben den Leader von Son Goku. Sieht nice aus. Das Foiling ist ein bisschen schwächer. Fühlt sich auch so ein bisschen rau an. Aber ansonsten ist es sehr nice. Also es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen anders an als die Dragon Ball Karten, glaube ich. Hier haben wir den Son Goku. Genau. Und ich glaube, bei den anderen Dragon Ball Karten waren hier bei Secret Rares waren die Foils deutlich stärker. Da kann ich aber durchaus noch ein Vergleichsvideo oder so machen. Oder vielleicht machen es auch gerne andere Leute. So, dann haben wir auch noch den Son Gohan. Das heißt, wir haben Goku als Leader und Gohan. Und wir haben den Whis, den es jetzt als Promo gab. Okay. Der hat einen Crit, der gibt minus 10.000 Power für eine Battlekarte. Hat 25.000 Power, ist ein 4-Kost. Den Goku als 5-Kost, der hat einen Double Strike und der gibt eine Battlekarte minus 20.000 Power. Und der Goku zieht eine Karte beim Angriff und gibt auch noch Minus Power. Gibt eine von unseren Battlekarten, gibt auch 5000 Power. Und er kann erwecken bei 4 Leben und zieht eine Karte und dann flippt er over. Und ja, wenn er angreift, zieht er eine Karte. Gut. Dann haben wir den Whis. Den hatten wir ja vorhin schon, haben wir viermal drin. Den Muten Roshi, der vereint einfach mal eine Karte ziehen kann. Dann haben wir den Krillin. Permanent U-Turn, der kriegt 5000 Power in unserem Zug. On Play können wir eine Karte. Können wir add up to one card from your life to your hand. Also wir können entscheiden, ob wir uns einen Schaden machen. Dann haben wir den Kaioshin für 7 plus 10.000. Das ist aber eine super Combo. Können wir auch nur viermal spielen. Und der gibt uns, wenn wir ihn combo, 10.000 Power. Und er hat auch so 10.000 Power. Das heißt, wir können ihn als Super-Kombo nutzen oder auch als normale Combo. Dann haben wir den Android 17. Der kriegt auch 5000 Power in unserem Zug. Und Add Up To. Ja, also der macht uns auch einen Schaden, wenn wir das wollen. Deswegen Add Up To. Dann haben wir Android 18. Normale Battlekarte. Dann haben wir Tenshin Han. Auch normale Battlekarte. Dann haben wir den Piccolo. Auch normale Battlekarte. Den Beerus, der hat einen Crit und der hat einen When Attacking. Ihr könnt choose up to one of your other Battle Cards and it gets 5000 Power for a turn. Das heißt, er gibt nochmal 5000 Power und der Leader auf der Awaken-Seite kann ja auch nochmal 5000 Power geben. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir einen Freezer. Dann noch einen Vegeta mit Crit. Dann kommen wir auch schon zu den Kamehameha-Karten. Also zu den Extra-Karten, besser gesagt. Wir haben den Kamehameha. Choose up to. Ne, choose up. Choose your leader or up to one of your battle cards. It gets 5000 Power for the battle. Then choose up one of your opponent's battle cards. It gets minus 5000 Power for the turn. Dann haben wir einen God-Kamehameha. Ich glaube, die ist neu. Die kenne ich vom Card Game gleich noch nicht. Müsste ich auch mal nachgucken in der Cardliste. Wenn wir keine Battle-Karten haben, dann reduziert sich die Kosten bei dieser Karte um 1. Das heißt, ist dann halt ein One-Cost und nicht mehr Two-Cost. Activate Main, choose one of your. Nee, choose up to one of your opponent's Battle Cards with 30.000 Power or less than carried. Ja, vom Gegner. Choose up to one of your opponents. Ist natürlich auch sehr nice, dass wir dafür ein bis zwei die Dings machen können. Hier haben wir noch einen Energiemarker. At the start of the game. The player who goes second place one energy marker in the energy area. Removing one energy marker from the game is equivalent to switching one card from your energy with the same color as your leader to rest mode. Ich glaube, wenn das Spiel startet,
kriegt der Gegner halt auch eine Energie dazu. Das heißt, so gesehen, du als Anfänger, also du als jemand, der startet, hast das eine Energie, charge die, und der Gegner kriegt halt zum selben Zug auch mal eine Energie, sodass der Second geht mit zwei Energien startet, anstatt mit einer. Ja, das ist interessant. Muss man gucken, wie das Ganze dann spielt. An sich schöne Karten. Der Wizard ist ganz nice. Die Foil-Karten sind, was ich jetzt hier aus dem Starterdeck sehe, ganz okay. Muss man mal gucken, wie die anderen Karten aussehen, die so aus dem Set und so draußen sind. Und man muss auch mal gucken, wie die App ist. Jetzt muss ich aber noch was anderes zeigen. Und zwar, ich hatte nämlich meinen Shop bestellt und ich habe zwei Promokarten bekommen. Und zwar den Vegeta sowie auch den Son Goku. Das sind die Promos 06 und 07. Die sind richtig, richtig nice. Die sollen auch derzeit richtig, richtig viel gehen. Das ganze Paket kam gestern an. Ich habe da auf Marketer schon geguckt. Aber da war bisher noch kein Preis zu sehen. Ich habe mich auch ein bisschen mit ein paar Leuten aus dem Kamerahaus unterhalten. Anscheinend gehen die 25 Euro. Ich weiß nicht, ob beide oder pro Stück. Aber ist schon heftig. Freue mich wirklich sehr drüber. Und dann würde ich auch sagen, war es das für heutige Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein und tschüss.